Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir das Spiel Quit the Game to Win bzw. Quit the Game to Win.exe und wir fangen direkt mal an. Ups. Okay. Und ich muss noch was zu dem Game sagen. Das Game macht erstmal riesige Probleme. Da es alleine schon die Auflösung von meinem Bildschirm komplett umstellt und das lässt sich auch nicht wirklich ändern. Und auch OBS spinnt ein bisschen mit dem Game rum, also ja, ist es schon mal nicht so einfach. Und Virenprogramme muss man auch alle ausmachen, wenn man das Game spielen will, da die Virenprogramme sich denken, was ist denn das? Das Spiel kann ich ja gar nicht schließen. Das lasse ich auch nicht starten und ja, das ist auch nicht so einfach. Also, hier steht erstmal, Escape und Alt-F4 werden nicht funktionieren. Ich kann es auch mal probieren. Escape und Alt-F4 funktioniert auch nicht. Gehen wir mal weiter. Plus, der ist der Task Manager, but that's cheating. Ja, Task Manager, kann man das anscheinend schließen, das Spiel, beziehungsweise das Programm. Aber das ist cheating. Von mir aus, wenn das halt cheating ist. That way you will kill the process, not quit the game. Also, so beende ich den Prozess, beziehungsweise töte den Prozess, aber beende nicht das Spiel. What about that X button on the top right corner? Oh, ja, jetzt ist da drüben und jetzt in der Mitte und ich klicke noch nicht mal drauf und das geht die ganze Zeit einfach weg. I think it just needs a friendly approach, be gentle. Ich soll ganz vorsichtig sein und ganz, ganz freundlich versuchen zu klicken, aber nee, es will auch nicht. Okay, dann machen wir es wieder so. Okay, let's try some relaxing music. Was soll das helfen? Wie soll das helfen? Das... ETF. Was ist falsch mit dem Spiel? I don't think it's working. Ja, gut erkannt. Alles klar. Hardcore-Rock-Musik. Warum auch immer das weiterhelfen soll. Jetzt ist es ganz weg. Ey, du hast erschreckt. Nicht ich. I think we scared it off. Du hast erschreckt, nicht ich. Ich habe nichts getan. Here, take this. It surely looks better. Ja? Hat nicht geholfen. Wait, where did it go? Ja, dorthin, wo das andere vielleicht auch war. I guess it's hiding somewhere. Okay, Leute, da gab es jetzt gerade eine richtige Diskussion über das Geschlecht des X-Buttons. Warum auch immer. Also ich habe keine Ahnung, was das sollte. Fine, would you please try calling her by her name? Ja, hallo? Ah. We got it, I mean her, no, click on, her. Bitte. Licht aus. Did we just win? Nein, natürlich nicht, sonst würde ich das nicht lesen können. Oh crap, I guess we didn't. Was heißt we didn't? Warum solltest du auch gewonnen haben, wenn ich das Spiel beende? Ich arbeite doch gegen dich damit. Wenn du mich dich nicht beenden lässt, das macht keinen Sinn. Ja, da sind wir wieder. Toll. Das hat ja jetzt echt gebracht. Wir waren so nah dran, ja. Schön, jetzt sind wir wieder am Anfang. Wait, I have an idea. When the lights went off, I think I saw something. Okay, als Lichter aus waren, hat er etwas gesehen, das Spiel. Like a switch behind the title. Okay. Circuit breaker, not the console. Okay. Nicht die Konsole. Okay, anyway, try moving the title down on this text box. Nice. PCF, was ist falsch? Um ausgemacht. Okay. No, that was the main power switch. Hat's ja echt gebracht. What's that dangling thing? Ich weiß auch nicht, was das ist. Jetzt blinkt da ein Licht. So, noch eins? Noch, was? Holy shit!
Put the game to win.exe. Wait, don't touch that button. Kill the process. Okay, warum soll ich den nicht... I just realized something important. Ja, was hast du denn herausbekommen? Killing the process is quitting the game. Ja, ja, das stimmt eigentlich. Ja, das stimmt. And that means I will cease to exist. Ja? How could you push that button? How could you kill the process? After all the time we spent together. Naja, das waren jetzt, um genau zu sein, 7 Minuten. Okay, was? Wir haben so viele tolle Erinnerungen zusammen. Mir fällt gerade keiner ein, sorry. After all the challenges we faced. Naja, wir haben den Titel von da oben nach unten auf eine Textbox gepackt, warum auch immer die Textbox jetzt hier in der Mitte ist. Und wir haben das Licht ausgemacht und du hast es wieder angemacht. Das war jetzt auch nicht so toll. Could you kill me? Ganz einfach. Okay, fine, I won't interface with you with your choices. Warum die Musik? WTF. Kill the process. Quit the game. To win.exe. Did you really think it was that simple? Nobody's gonna kill me. You're not gonna win this game. I will win this game. How? I will quit the game. Okay. Warum mussten wir... Warum musste das jetzt so ein Ende haben? Ich hab dir nichts Böses getan. Ich wollte einfach nur noch mal raus aus dem Spiel. Was ist daran so verwerflich, dass du so böse auf mich bist und dann das Spiel beendest? Ist ja auch nice. Das Spiel hat sich einfach selbst beendet. Okay, das war ein bisschen weird. Das Game, sowas hatten wir auch noch nie. Ja, schade. Da hätten wir jetzt noch eine so schöne Zeit haben können. Nochmal von vorne das Ganze, aber ja, wenn wir so auseinandergehen müssen, dann kann ich daran leider auch nichts ändern. Naja, wie auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und tschüss, bis zum nächsten Video.